Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play RimWorld. Wir basteln an unserem Community Center Gemeinschaftsschlafhotel Aparillo. Wir sind inzwischen zu sechst. Das heißt, wir werden mehr Nahrung brauchen, wir werden mehr Platz brauchen und so weiter und so fort. Wir können mal gucken, wer kümmert sich denn ums Kochen. Wir haben nur zwei Leute, die kochen. Das ist einmal Großer Flor und einmal Knallgas. Und die machen aber gerade im Moment beide was anderes. So, der sammelt da gerade ein. Ich glaube, den entbinde ich mal von der Pflicht. Bettruhe können sie alle machen. Patient machen sie alle. Transport. Das lässt du bitte mal sein. Und kümmerst dich mal bitte darum, dass wir ein bisschen was zu essen haben. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Und da ist der Yorkshire Terrier unterwegs. Was ist mit diesem Gerät? Das könnte man eigentlich auch mal jagen. So, hier haben wir weiteren Stoff. Und ich glaube, wir haben den ersten Parker fertig. Stoffparker. Nice. Und wir sollten vielleicht unser Lager auch mal überdachen. Das wäre, glaube ich, mal sinnvoll. Strukturen. Holzwand. So. Bitte sehr. Und eine Tür. Hier. Damit uns die Sachen hier nicht verrotten, weil wir haben nämlich hier Leder, das verrottet. Wir haben Leder, das verrottet, Kräutermedizin und so weiter und so fort. Bauteile und Holz ist, glaube ich, auch so ein Material, was verrottet. Deswegen müssen wir da gucken, dass wir da keine großen Probleme kriegen. Und hier Material sammeln, was wir dann letztendlich gar nicht benutzen können, weil uns alles einfach alles unter der Nase weggrammelt. Sonnenfinsternis. Aha. Gut. Riesenfaultier ist verletzt. Von wo schießt er denn? Von da hinten? Okay. Es dürfte auf jeden Fall richtig viel Fleisch geben. Nice. Mach's platt. So. Krampfine ist hier fleißig weiter am Schneidern. Was haben wir denn hier? Das ist Sandstein, das ist Marmor. Marmor haben wir viel. Und den hätte ich gerne woanders, den Holzfeuergenerator. Den kann ich aber nicht bewegen. Der steht hier mittendrin, das ist doof. Ich da doch schon Blödsinn gebaut. So, schnapp dir das Faultier. Wie das hier einfach alles voll blutet. Das ist ja mal voll eklig. So, hier wird schwer Action gemacht und wir brauchen mehr Bäume. Ein Überfall. Sie greifen sofort an. Okay, Leertaste. Alle Mann auf die Kampfstation. Dahin. Ich bin gespannt. Kampfmodus, du stellst dich dahin. Und Milka, Kampfmodus, dahin. Und los geht's. Ah, zwei Angreifer. Mistkäfer, sei vorsichtig.
Oh oh. Mistkäfer ist bewusstlos. Milka ist unfähig, Gewalt anzuwenden. Denn okay. Im Nahkampf angreifen. Oh, großer Floor. Los, Attacke. So. Kurz Pause. Krampfine wird sich auf jeden Fall um Mistkäfer kümmern und ihn retten. Wir brauchen auf jeden Fall ein Krankenbett. So. Kombo-Sammler ist tot, weil... Ah, okay, der lebt. Dann hätte ich gerne das Milka, weil... Ah nein, Milka hat schon Arbeit. Afasi, rette bitte den. Fangen. Keine Betten im Gefängnismodus verfügbar. Warum? Oh, weil das noch nicht gebaut ist. Das ist schlecht. So, Kampfmodus aus. Kampfmodus aus. Aus und aus. Gut, Mistkäfer muss ich ein bisschen regenerieren. Der liegt in einem Krankenbett gerade drin. Er kann zumindest schon mal wieder laufen, das ist gut. Verstanden. Und hier die Dinger, ne? Information. Entweder als Waffenexperiment gezüchtet oder von Natur aus mit der außergewöhnlichen Fähigkeit ausgestattet, beim Tod in einem Feuerball zu explodieren. Ja. Ich habe da ein bisschen Angst vor, dass die uns hier mal die halbe Basis zerlegen. So. Hier besteht das Risiko eines Zusammenbruchs. Und hier... Ach, die haben den einfach auf den Müll geworfen. Ist okay. Das kann man natürlich auch machen. Mistkäfer hat unseren Yorkshire Terrier gefressen. Ernsthaft? Das ist schon heftig. Zeigezeh. Der Zeigezeh ist kaputt. Da hat ihm jemand in den Zeigezeh geschossen. Okay. Wir haben leider keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als den einfach sterben zu lassen. Nalgas repariert hier schon mal alles. Stahl-Iqua. Was war jetzt schon wieder? Zusammenbruch Feuerteufel. Oh. Knallgas zündet wieder alles an. Das ist nicht so cool. Vor allen Dingen müssen wir jetzt eigentlich dafür sorgen, dass hier nicht der ganze Wald abfackelt. Lösch das mal bitte alles. Alter, was geht denn hier los? Verbundenes Tier gestorben. Okay, also Knallgas geht's echt nicht gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mistkäfer? Was ist mit Mistkäfer? Mistkäfer wurde von einem Eichhörnchen niedergestreckt. Was ist denn mit diesem Eichhörnchen da?
Aha. Alter Schwede. Dieses Eichhörnchen, ne? Achso, Afasi, kannst du bitte mal Milka retten? Okay, Knallgas kümmert sich schon drum. Vielen Dank dafür. Das Feuer breitet sich noch ein bisschen nach unten aus. So, Feuer. Da oben haben wir noch Holz. Ach, die kann man nicht abholzen, weil... Ah, bereit zum Ernten, okay. Feuer da unten. Ich verstehe. Faultier. Boah, was wir Fleisch haben, Wahnsinn. Also wir brauchen auf jeden Fall Fleisch für diese ganzen Sachen hier. Und wir sollten mal zwei Gräber ausheben. Und zwar diverses im Grab. Schwere Krankheit. Was ist mit Krampfine? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will nicht als Erste sterben. Krampfine, was hast du denn? Körper. Blutverlust extrem. Oh, nicht gut. Bestmögliche medizinische Versorgung. Ich hoffe einfach mal, dass die durchkommt. Knallgas kümmert sich drum. Oh, was ist denn hier los heute schon wieder? Ja, das Feuer breitet sich in die Richtung aus. Wundinfektion. Okay, wir müssen ein weiteres Krankenbett weitermachen. Krankenbett. Oje, oje, oje. Das läuft ja wieder richtig gut heute. Milka kann wieder laufen, das ist gut. Bewusstloser Kolonist. Wer ist denn da umgekippt? Milka, okay. Alter Schwede. Alles wegen so einem blöden Eichhörnchen. Wie geht's dir? Milka. Okay, Schussnarbe hat sie vorher schon gehabt, glaube ich. Wundinfektion leicht. Okay, das sieht gut aus. Blutverlust extrem. Bewegen, nein. Arbeiten, sprechen, essen, nein. Okay. Implantiere neues Gebiss. Entnimm Leber. Warum sollte ich das tun? Entferne ein Körperteil. Benötigt Bett. Möchte ich nicht. Möchte ich wirklich nicht. Feuer. Ja, da unten ist auch Feuer, ist klar. Schwere Krankheit. Krampfine, bitte komm durch. So, Knallgas, guck mal, ob du da was machen kannst. Schlaf bis vollständig geheilt. Ausziehen. Ich weiß ja nicht warum. Wir können keine Nahrung herstellen, weil wir kein Holz haben. Also wir haben gerade echt ein Holzproblem. Könntest mal hier ein bisschen Holz hacken. Solange noch was von dem Holz da ist. So. Wenn Krampfini jetzt stirbt, dann... ja, wir haben ja eh nur 5 Betten, ne? Nein, wir wollen natürlich, dass hier alle durchkommen. Feuer nach wie vor.
So, die zwei Gräber. Der eine, den könnte man noch... Okay. Koma kann wieder laufen. Ah, sehr gut. Kampfine ist wieder auf den Beinen. Das ist sehr schön. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Eiche, 97% gewachsen. Hier. Hier werden wir jetzt mal ein bisschen Holz hacken. Befehle. Holz hacken. Zack. Und da oben nochmal. Zack. Einfach nur, damit wir unser Lager mal wieder voll kriegen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Faultierfleisch. Und wir haben Parker. Nein, das verrottet. Uns verrottet hier alles. Das ist Yorkshire Terrier Leder. Eine Pappel. Was haben wir da? Stahl-Iquar. So, wir gucken mal gerade. Afasi, du hast einen Revolver. Knallgas hat die Flinte. Krampfine hat gar nichts. Ausrüsten. Mistkäfer. Keine Waffe. Ach, kann ich laufen, okay. Du hast die fette Keule. Und Milka ist auch noch zu Bett. Schwere Krankheit. Wie geht's dir? Wundinfektion extrem. Verdammt. Behandelt. Haben wir irgendwo noch Heilpflanzen, die wir abernten können? Da oben. Ernten. 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 Die sind noch nicht gewachsen. Ich glaube, wir brauchen noch ein Feld mit Heilpflanzen. ...90% bereit zum Ernten. Okay. Vielleicht hier. Architekt, Zonegebiet, Anbauzone. Macht mal hier 6x8. So, Pflanze. Ups. Haben wir denn hier eine Heilpflanze? Teakbaum, Rauchblatt. Heilwurzel, Mindestfähigkeit 8. Kann das irgendjemand? Das machen wir mal weg. Das ist nämlich eine große Preisfrage. Besucher. Okay. Da ist jemand zum Handeln. Wo ist er? Wir haben kein Holz und deswegen... wir haben 3 Grad innen. Wir haben nur 2 Grad außen. Oh, es wird jetzt kalt. Da, Tona. Knallgas. Rede doch mal mit Tona, bitte. Ah, okay. Kann nicht sozial sein. Und dann bitte, Krampfine, handeln. Hallo, was hast du denn Schönes? Okay, Abbruch. Afasi vielleicht. So, was brauchen wir denn? Stahl-Iquar brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Kräutermedizin. Die will ich auf jeden Fall haben. Pemmikan. Dörrfleisch, Fett und Zutaten. Schmeckt nach nichts, aber nicht abstoßend. Stoff brauchen wir nicht. Bier. Das geht nicht. Okay, wir kaufen mal 10 Bier.
Sonst brauchen wir nichts. Sonst können wir auch eh nichts machen. Annehmen. So, Bier, Bier. So, ich hoffe, dass die Medizin Milka jetzt helfen wird. Komprimierte Bauteile. Das könnten wir mal abbauen da. So, Befehle abbauen. Das da. Und das auch bitte. Ja, Tona, komm rein, wenn du magst. Großer Flor kümmert sich derweil um die Nahrungsversorgung. Das finde ich sehr gut. Und er hat auch da sein Bett jetzt. Können die schon mal neu installieren bei da. Dann bekommen wir schon mal die Schlafzimmer hier rüber. Und dann müssen wir uns noch um den Krankenflügel kümmern. Der kommt dann hier hin. Würde ich sagen. 4, 8. Wir könnten die Zimmer noch sehr, sehr stark bestücken, auf jeden Fall. Oder wir machen uns eine Krankenpflege irgendwo anders hin. Das wäre vielleicht noch sinnvoller. Und wieder ein Überfall. Sie greifen sofort an. Okay. Ah, Kampfmodus dahin. Kampfmodus dahin. Kampfmodus dahin. Nein. Stopp. Kampfmodus dahin. Ich hoffe einfach mal, dass die Leute, die in den Betten liegen, nicht angegriffen werden. So. Großer Flor, du haust da mit drauf. Krampfine, du haust auch da mit drauf. So, dann bitte auf Heft drauf und du gehst auf den drauf. Okay, unbeschadet. Wow. Und da die den Händler gekillt haben, haben wir jetzt die ganzen Sachen hier. Das ist ja richtig cool. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Wir müssten uns mal überlegen, was wir mit den ganzen Leichen anfangen. Medizin. So, hier den ganzen Kram können wir auch einsammeln, bitte. Toner, der Späher ist auch tot. Okay. Kampfmodus aus. So, und dann machen wir uns weitere Friedhöfe da hinten hin. Weitere Gräber für die Leute, die hier abtreten, weil sie meinen, sie müssen uns angreifen. Macht da ruhig mal ein paar mehr hin. Können wir nämlich sagen, wir haben immer noch ein paar Gräber frei für euch. Nice. Silber. Stoff. Kriegsschleier. Informationen. Rüstung Schmetter und Rüstung Stich. Ah, den wird sich wohl irgendjemand dann anziehen. Nehme ich mal an. So. Mistkäfer hat sich vollständig erholt. Das ist sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber. Krampfine schläft noch ein bisschen.
Stahlmesser, gut. Und noch mehr Bier, da freue ich mich. Tiefgekühlt. Ah, wir haben minus 4 draußen. Es ist zu kalt. Warte mal. Temperatur, Heizung. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Heizung drin. Die machen wir mal hier hin. Strom. Stromkabel. Alarm. Krankheit, Wundinfektion, natürlich. So, und dann nochmal hier rüber. Dann hätte ich gerne hier nochmal Temperatur, Heizung. Zack, dahin. Und dann müssten wir die Lüftung. Alter. In 3. Einfach nur krass. So, die ganzen Leichen werden jetzt abtransportiert. Und wir brauchen mehr Holz. Es nützt alles nichts. Befehle, Holz hacken. Auf der ganzen Map. Da hinten ist nicht mehr viel. Hier können wir noch ein bisschen Holz hacken. Ernten können wir hier auch mal. Ah, jetzt wird langsam. Jetzt haben wir hier gleich auch ein Dach drüber und dann verrottet der Kram hier nicht mehr. Aber wir sollten hier nur eine Fackel reintun. Strukturen, Möbel, Fackel. Damit man da drin auch was sieht. So, innen 21 Grad, innen 21 Grad, nice. Hier müssen wir natürlich immer wieder schön Holz nachlegen. Aber es ist jetzt schon mal muckelig warm hier drin. Das ist sehr schön. Hier sind die einzelnen Betten. Dann machen wir noch ein paar... Kann man hier Lampen herstellen? Steinmetzwerkbank. Nee, macht nur Blöcke. Wir könnten aber hier oben an die Wand jetzt nochmal so ein... Produktionsding, und zwar das Drogenlabor, genau, das wollte ich. Skulpturen. Steinmetz. Brauerei. Klingen und Bögen. Kleidungsstücke ist klar, Schmiede ist klar. Schmiede kommt auch hier rein. So. So, und das hier, das tun wir jetzt mal hier hin. Hier kommen jetzt die Krankenbetten rein. Ah, Stehlampe. Künstliche Sonne, das hört sich natürlich gut an. Okay, wir nehmen hier Fackeln. Damit hier schön geschlafen werden kann. Kramfine ist mal wieder an einer Wundinfektion erkrankt. Okay. Das hier, das kann dann auch darüber. Aber das sieht alles sehr, sehr gut aus hier. Plasterstahlmesser, das nehmen wir auf jeden Fall. Achso, genau, Krankenbett. Müssen wir wieder definieren. Haben wir 2 Stück.
Und dann können wir noch ein paar normale Betten bauen. Möbel. Bett. Einmal dahin, einmal dahin und einmal dahin. Damit wir genug Schlafplätze haben. Hier haben wir jetzt auch wieder Platz. Das ist ein Gefangenenbett. So, diese Gefängniszelle ist frei. Dann können wir jetzt noch eine Fackel reinmachen. Da. Und du kriegst auch einen Stuhl. So. Und einen Tisch. Einen kleinen. Einmal zwei. Nee. Du kriegst einfach nur einen Stuhl. Was macht die Kommode? Kommode. Ah. Und jetzt hier jeweils eine Kommode reinstellen. Das kostet natürlich... Eichhörnchen wurde zahm. Zum Ort springen. Wir haben ein zahmes Eichhörnchen. Kampf. Nein. Sozial. Training. Bedürfnisse. Nein. Körper. Kann ich das? Ich hätte das gerne umbenannt. Okay. Lernen wir mal Gehorsam. Wie sich das gehört für ein Eichhörnchen. Warme Kleidung benötigt. Und da ist wieder so ein Riesenfaultier. Das können wir wieder jagen. Mehr Fleisch. Hier ist auch so eine Struktur noch, ne? So. Und jetzt vergammelt das Zeug nicht mehr. Das finde ich sehr gut. Da ist ein Stoffparker, der ist aber noch nicht fertig. Faultierfleisch ist im Lager verdorben. Oh nein. Das bedeutet, wir werden verhungern. Wir werden definitiv verhungern. So, Mistkäfer, erzähl mir doch mal, wie es dir so geht. In diesem schönen Bett. Gemütlich. Gestörter Schlaf. Weil in der Nähe ständig Leute rumgelaufen sind. Okay. Mein eigenes Zimmer würde das Problem lösen. Ja gut, jetzt aber. Schreckliche Baracke. Du bist eine schreckliche Baracke. Nein. Das würde ich niemals sagen. So, jetzt haben wir einen Kühlschrank, aber nichts zu essen. Und der Winter bricht herein. Schön. Super. Drogen verbrennen. Dann kannst du so ein Lagerfeuer verbrennen. Oh, und hier werden Heilpflanzen angebaut. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Gut, da können wir nochmal Holz hacken. Nee, können wir nicht. Meh. Aber wir haben wieder ein bisschen Holz. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Nahrung. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind mal wieder am Ende einer Folge angelangt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.